Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Antonio aus dem SCS-Forum, der tut ja immer wieder so ein paar alte Sachen immer ein bisschen aufpeppen und aufmöbeln. Und das hat er hier auch gemacht, nämlich den Iveco Strator. Alter, das ist aber ein Hobel, das sage ich euch. Dann gucken wir mal an, was man hier überhaupt alles machen kann. Wir haben so einen Active Sleeper, so einen Active Super und einen Active Super Space. Das ist im Prinzip eigentlich nur der mit Spoiler, ne? Sieht man hier hinten eigentlich ganz gut, ne? Ansonsten unterscheiden die zwei sich eigentlich nicht. Wir gucken mal, was wir hier oben drauf machen können, wenn wir hier schon dabei sind. Es gibt Rundumleuchten. Ach, die ist aber süß hier. Guck mal, ja, über der Feuerwehr hier. So. Ganz süß. Ansonsten habt ihr noch einen Samurai. Da ist eine Lichtbox mit dabei. Reimt sich sogar. Und es gibt dementsprechend auch Template. Template hat er auch mit beigepackt. Ne? Das heißt, das könnt ihr dann dementsprechend hier abändern. Ich weiß bloß nicht, ob hier irgendwas dabei hier in der Mitte ist. Ach nee, der Punkt war hier hinten. Ich hab gemeint, der war jetzt im Ding drin. Ja, dann, nee, ne. Also da müsst ihr gucken, aber ihr könnt ja dementsprechend, könnt ihr das dann hier auch skinnen, wenn ihr das wollt und könnt und wie auch immer. Ne? Also das mal so zur Variante, die es hier oben gibt. Die mache ich jetzt auch wieder weg. Zack. Und dann schauen wir mal hier die Active bzw. die Auswurst. Super, ist egal. Bockwurst. Aber erst schauen wir hier noch ganz kurz. Wir brauchen, oder ich denke, dass wir es brauchen, bei dieser Variante 6x2 oder 6x4 Minimum. Ansonsten sieht es nämlich ziemlich doof aus. Und zwei Achsen, das jetzt irgendwie, passt einfach nicht zusammen. Ansonsten haben wir von 330 bis 1000 Pferdestärken. Realistisch oder unrealistisch, das ist mal dahingestellt, aber die Möglichkeit besteht, wer das möchte. Ne? So, Interieur. Auch hier eine Exklusivvariante mit Navi. Was ich auch ganz wichtig finde, ist natürlich, dass man vorne die Haube sieht. Ne? Ganz wichtig, ansonsten wäre es natürlich ziemlich doof. Farbe. Also, ihr habt hier... hier ist ganz Standardfarben, ne? Ihr könnt Metallic nehmen, ist auch mit an Bord und hier dieses Original Iveco Blue Logo System hier, ne? Und wie schon gesagt, Template ist ja mit am Start, ne? Ist glaube ich eine extra Datei dabei gewesen. So, jetzt kommen wir zu den Anbauparts. Was haben wir alles mit dabei? Hier auch diese coole Rundumleuchte, ich finde die ja so süß. Original, hier könnt ihr hier die Tröten drauf tröten, das machen wir jetzt hier auch mal. Gucken wir mal, wie das dann jetzt aussieht. Dann habt ihr hier jetzt hier nochmal die Trans Edition, das heißt, das ist hier so eine, oder Trans steht hier, das ist hier einfach eine, eine Dachklima, ne? Kann man dann hier aber leider nicht sehen. Das finde ich immer ein bisschen schade, denn so eine Dachklima, wenn du die hier anbaust, siehst du die normalerweise von unten, ne? Dass du da Knöpfe drücken kannst und so ein Zeug, aber das ist hier nicht mit dabei. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt, ne? Jetzt brauche ich aber, glaube ich, mal die 4G hin, die gefällt mir fast besser. Da kannst du nämlich hier ein paar Sachen anbauen. Orange und Orange. So, dann leuchtet es zumindest ein bisschen aus. So, was haben wir hier noch? Wir haben ja den Dragonfly und diese Fly-Variante. Hier sind dann schon ein paar so kleine Lampen mit an Bord. Die würde ich sagen, die lassen wir auch. Die nehmen wir mal mit. Mal gucken, wie die dann so leuchten und funkeln. Ansonsten bauen wir uns hier mal so ein paar Michelin-Männchen hin. Und dementsprechend noch ein paar Lampen. Ganz wichtig. Ne? Soll ja noch was aussehen, der Hobel am Schluss. Gucken wir mal, was man da alles so machen kann, wie es dann aussieht. Dann nehmen wir dann einfach weiße hier. Was ist ja wurscht. So, zack. Und hier noch. So, ansonsten haben wir da noch eine Sonnenblende. Die finde ich auch ganz gut. Warum? Weil hier auch noch ein paar Slots mit am Start sind. Finde ich immer gut. So, was haben wir da? Das sind ja die Standardflaggen. Die lassen wir mal. Modern, Kunststoff lackiert. Was haben wir hier? Hier haben wir dann Löllis mit dabei. Das finde ich gut. Was haben wir da noch? Color-Variante. Das Zugriffe. Gut, die lassen wir mal weg. Standardschilder, die lassen wir auch weg. Was haben wir hier? Glas. Ja, sie werdet ihr wahrscheinlich im Video nicht richtig sehen, aber hier ist wirklich Glas dargestellt. Ne? Oder dann Chrom mit dem Strator-Logo. Freie Slots. Das heißt, hier ist rot. Oder Intercolor. Ach, komm hier. Intercolor hat sogar ein Logo mit dabei. Intercolor, Strator oder dann Trucker. Oh, Trucker finde ich cool. Die will ich haben. Cool. Gefällt mir. Passt, nehmen wir. Gekauft. Das hier ist Chrom. Gefällt mir nicht. Lass ich mal weg. Was haben wir hier noch? Dragonfly, Twister. Aber sieht ein bisschen anders aus, ne? Erstmal größer. Dragonfly. Alles ein bisschen größer hier gemacht, ne? Nur, dass ihr mal seht, wie es aussieht. Dann haben wir hier noch freie Slots. Also könnt ihr auch noch ein bisschen was hinbauen. Dann hier unten haben wir noch Black, Chrom oder Color. Ich nehme mal Black, sticht bei Sub. Dann haben wir auch noch Chrom. Ulm. Hier haben wir auch noch Chrom. Also keine Chrom, sind einfach so Lampen. Dann haben wir noch einen Bügel. Hier noch ein Bügel, da noch ein Bügel. Ich glaube, dann nehme ich fast hier. Warum? Weil hier dieses Ascent, also diese Schürze, ist eigentlich nochmal komplett drauf. Ne? Haben wir diesmal nicht, sondern wir haben hier einfach nur diese zwei Stangen hier mit den Lampen, ne? Finde ich ganz cool. Das nehmen wir mit. Und ja, auch noch Positionsleuchten. Ja, ich sehe schon. Wird schon. Wird schon. Auspuff von Lange ist variabel. Sieht man hier. Nehmen wir mit. Was haben wir da noch? Verkleidung. Oh, können wir auch noch ein paar Lampen anbauen. Das mache ich dann nochmal separat.
Was gibt es hier noch Feines? Lampen. Lampen. Licht zwar Spoiler, ich muss mal kurz gucken. Okay, und das ist dann hier ohne Spoiler oder was? Ach, schwarzer Spoiler. Okay. Ja, dann müsst ihr dann dementsprechend, wenn ihr das habt, jedenfalls rot. Aber die passen nicht, das ist ja doof. Also, es ist noch nicht so ganz ausgereift. Warum? Ich habe jetzt zwar rot, kann ich hier wählen. Aber ich sehe jetzt hier, seht ihr das? Ist schief. Seht ihr das hier? Ist schief. Das heißt, da müsste man von der Definition her die Bormann LED-Lampen nehmen. Die sind hier aber von der Definition nicht eingepflegt. Das heißt, da müsste man umändern. Dann könnte man hier die LED-Bormann-Lampen nutzen. Ne? Das vielleicht mal so am Rande zu. So, hier oben Strato, das sieht ganz gut aus. Gefällt. Ansonsten, glaube ich, sind wir erstmal hinten und soweit durch. Gucken wir mal ins Interieur. Was kann ich hier alles machen? Habe ich überhaupt irgendwelche Möglichkeiten? Ich sehe, das müsste alles Sizzle, Sizzle, Schwissel sein hier. Da könnte das Sizzle Zeug anbauen. Das ist schon mal ganz okay. Stock, Color und Glas. Ach, das war hier vorne. Ne? Genau. Hier haben wir noch Interieur, Kabinen-DLC. Da könnt ihr dann dementsprechend ein bisschen Zeug anbauen hier. Das mache ich auch mal ganz gepflegt hier. Mehr mache ich da auch schon mal gar nicht. Das kann ich hier noch machen. Ganz normale Standard. Ne? Aber da nutzt bitte vielleicht Sizzles Interieur. Und das ist dann hier. Ach, das brauche ich gar nicht. Ne? So. Lenkrad exklusiv. Gefällt mir fast besser. Weil Wollis Interieur dann ist hier nicht kompatibel. Das gleich schon mal weg. Zumindest außer das hier. Ja, ansonsten ist, geht hier nicht. Ne? Müsste man von der Definition umschreiben. Ist aber alles machbar für die Leute, die da Bock drauf haben. Ne? Ja, und dann müssten wir eigentlich erstmal soweit hier durch sein. Ne? Genau. So, da ist er jetzt, der Strator. Der Hubel hier. Navi funktioniert. Wir gucken auch mal, ob die Scheiben runtergehen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ja, die gehen. Sieht man auch hier im Video ganz schön. Gucken wir mal von außen. Yep. Genau. Da zeige ich euch übrigens hier unten die Lampen, die ihr unten sehen könnt. Ich zeige euch die hier nochmal. Da unten diese an der Seite. Die sind auch noch mit dabei. Die habe ich vergessen zu zeigen. Deshalb erwähne ich sie jetzt hier nochmal. Die sind hier auch noch mit am Start. Gibt es einmal, gibt es eigentlich nur in Orange und Rot in dem Fall. Einmal für die linke und einmal für die rechte Seite. Ne? Ganz wichtig hier vielleicht nochmal zu erwähnen. So. Wir haben ja so ein bisschen Sound mit dabei, das funktioniert auch alles soweit ganz gut. Wir haben auch, scheinen wir schon das Ganze gedöhnt. Das funktioniert aber auch alles, weil es ja auf SCS-Basis aufgebaut ist, ne? Soundmod ist jetzt nicht meins. Ich weiß nicht, ob da extra ein Soundmod dabei ist, weil der Original Iveco-Strahl ist, der hört sich eigentlich nicht so an, ne? Ganz wichtig, vielleicht hier nochmal zu erwähnen. Man könnte nämlich meinen, man hört nichts. Aber ansonsten sieht er ja gar nicht so schlecht aus. Ist halt mal wieder ein bisschen was anderes, muss man auch dazu sagen. Ne? Mache ich auch mal die Achse hoch. Hat leider keine Sound, wenn ich die Achse hoch mache. Ich habe die jetzt hochgemacht hier. Seht ihr die? Gut. Nee, habe ich die hochgemacht jetzt eigentlich schon. Ne? War doch hier irgendwo, ne? Oder hier? Nee, ich kann sie nicht hochmachen. Egal. Mal müsste ich sie hochmachen können, aber irgendwie geht die nicht. Kurios. Ich werde verrückt. Wir machen jetzt auf alle Fälle einen Lichttest mit ihr, mit dem Hobel hier. Trailerkabel sind übrigens dran, das sieht man hier. Die sind auch animiert, das sieht man hier, weil sie eh schon wackeln. Da brauchst du im Prinzip dann keinen Test mehr machen. Was Trailerkabel betrifft, der funzt. Oder sollte funzen. Dann haben wir hier noch, jetzt kurz den, jetzt mal kurz einlenken und den Lichttest. Ansonsten ist das hier alles Original SCS, wie ich schon erwähnt habe. Jetzt drehen wir kurz um, machen einen Lichttest und dann kuppeln wir uns hier noch einen. Und dann geht's auch schon los, ja. So. Gut. So. Oh, ich habe noch viel entdeckt. Pass mal auf. Guck mal auf die vordere Haube. Achtung, ich bremse. Das muss auf alle Fälle noch gefixt werden. Das passt nicht. Ich fahre nochmal nach vorne. Jetzt seht das nochmal. Da. Das muss auf alle Fälle noch gefixt werden. Der Grill mit dem ganzen Gedöns hier. Das passt nicht. Nur, dass ihr es wisst. Ne? Gut, wenn ich jetzt von innen fahre, kann es mir bockwurst sein, aber nur, dass ihr es mal gesehen habt, dass das hier nicht funzt. Ne? So. So, machen wir einen Lichttest, oder? Wichtig. 23 Uhr, wo sind wir denn? Zack. Lampen, glaube ich, habe ich alle eingeschaltet. Dann schauen wir mal. Standlicht wäre dann das hier. So, Abblendlicht wäre. Würde dann so aussehen. Sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Fernlicht, das funzt, ne? Boah. Ja, sieht dann eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, man muss, wie schon gesagt, nicht so viele Lampen anbauen. Man kann, optional, ist hier klar. Dann haben wir hier auch hier oben hier diese Blinker. Sind mit am Start, hier vorne drin. Das funzt. Vielleicht nochmal hier ganz kurz, dass ihr seht, dass oben auch
der Stator schön mit aufleuchtet, egal ob es Licht an ist oder dann halt auch beim Bremsen. Im Interieur sieht so aus, ja, unspektakulär, da gibt es eigentlich nichts. Ah ja, die Rundumleuchte, habe ich vergessen, die süße, ja, oh, die ist so süß. Ansonsten gibt es hier im Interieur nichts, was irgendwie leuchtet oder funkelt, außer halt der Standard. Ne? Genau, so, das mal vielleicht zu dem zu erwähnen hier. Jetzt gehen wir wieder zurück, Transporteur, plopp. Und dann sind wir im Prinzip auch schon durch mit unserem Iveco Strator. Wie schon gesagt, diesen Fehler vorne mit dem Ding finde ich jetzt vielleicht nicht so cool, aber ist halt nun mal jetzt da. Kann man aber bestimmt fixen, wird der Autor bestimmt machen. Der Mod ist aus dem SCS-Forum, da könnt ihr dann dementsprechend nochmal nachfragen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem LKW. Ich finde es sonst soweit ganz gut. Ich würde mich natürlich freuen, wenn nicht nur Sizzles Interieur Add-on hinterlegt würde, denn das ist eigentlich, ja, ist so. Ne? Und so SCS-Sachen sind hier eher dürftig, sporadisch hinterlegt. So, also wenn ihr noch Fragen habt, meine Damen und Herren, dann dürft ihr natürlich gerne kommentieren, entweder hier oder im SCS-Forum, Link dazu alles in der Beschreibung. Lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch wie immer knetterfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.